Es freut mich ganz besonders heute das Thema, die Behandlung einer AML in einem peripheren Zentrum mit Frau Professor Konstanze Döhner, dass ich Sie hier begrüßen darf. Sie ist seit dem Jahr 2000 auf der Inneren Medizin 3, Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie und Infektionskrankheiten der Universität Ulm tätig und leitet die Forschungsgruppe für molekulare Genetik myeloischer Leukämien am Universitätsspital Ulm. Herzlich willkommen, Frau Professor Döhner. Des Weiteren darf ich begrüßen Oberarzt Bernd Hartmann, das ist der leitende Arzt der Hämatologie bei uns im Hause. Der wird im Anschluss an den Vortrag von Frau Professor Döhner die Diskussion moderieren. Dann darf ich nun Ihnen, Frau Professor Döhner, das Wort übergehen und wir freuen uns alle schon sehr auf Ihren Vortrag und herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, heute bei uns zu sein. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Dr. Winder, lieber Herr Dr. Hartmann, ich darf mich zunächst sehr, sehr herzlich für die Einladung zu der heutigen virtuellen Fortbildung How I Treat bedanken. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich wäre wirklich sehr, sehr gerne persönlich nach Rankweil gekommen. Wir hatten die Fortbildung schon vor einem Jahr geplant, haben sie mittlerweile mehrfach verschoben, aber die aktuelle Situation lässt das leider nicht zu und vielleicht können wir das irgendwann nachholen. Nun, Thema meines heutigen Vortrags ist die Therapie der akuten myeloischen Leukämie. Und das möchte ich gerne unter zwei Aspekten mit Ihnen diskutieren. Zum einen die aktuellen Therapiemöglichkeiten mit den neu zugelassenen Substanzen, zum anderen die aktuellen Therapiestudien, insbesondere auch die Therapiestudien der deutsch-österreichischen AML-Studiengruppe. Sie sehen hier meine Interessenskonflikte. Und beginnen möchte ich mit einer kurzen Vorstellung unserer Studiengruppe, der deutsch-österreichischen AML-Studiengruppe, die AMLSG, die im Jahr 2004 gegründet wurde, eine mittlerweile sehr große Studiengruppe mit 79 teilnehmenden Zentren in Deutschland und Österreich. Und ein wesentliches Ziel der Studiengruppe ist die Erstellung innovativer Therapiekonzepte, die unter anderem auf dem genetischen Risikoprofil der Patienten basieren. Und dieses genetische Risikoprofil wird in den beiden Referenzlaboren der AMLSG in Hannover unter der Leitung von Herrn Professor Häuser und Frau Professor Tohl und hier bei uns in Ulm in der Hämatologie in einem sehr, sehr kurzen Zeitfenster durchgeführt. Nun, dieses Dia zeigt Ihnen den derzeitigen Algorithmus für das molekulare Workup und das Trial Portfolio innerhalb unserer Studiengruppe, hier nur für die intensive First-Line-Therapien. Das diagnostische Workup erfolgt im Rahmen unserer Bioregisterstudie, an der auch Rankweil sehr aktiv teilnimmt. Und die Bioproben werden via Kurier über Nacht in eines der beiden Referenzlabore gesendet, wo wir nach Erhalt der Proben dann direkt mit der molekularen Aufarbeitung beginnen und die Ergebnisse für die hier 10 aufgelisteten molekularen Marker erhalten die einsendenden Zentren in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Und die Ergebnisse für die Marker, für die neuen Hochrisikomarker nach ELN, RUNX1, ASXL1 und TP53 erhalten Sie innerhalb des ersten Behandlungszyklus. Und parallel hierzu erfolgt die zytogenetische Analyse und die FACS-basierte Bestimmung des aberranten Leukemia-Associated Immunphenotypes, der dann für das weitere FACS-basierte MRD-Monitoring verwendet wird. Und basierend auf dem genetischen Befund geben wir eine Therapieempfehlung an die Zentren weiter, präferenziell für eine unserer laufenden Studien. Wir haben derzeit 5 aktive Studien in der Studiengruppe. Eine weitere Studie ist in Planung und ich werde Ihnen im Verlauf meines Vortrags einige dieser Studienkonzepte auch vorstellen. Nun, dieses Dia zeigt Ihnen beispielhaft die Rekrutierung der AML-Patienten im Rahmen unserer Bioregisterstudie, die seit 2010 aktiviert ist. Bislang wurden 12.520 AML-Patienten
in dieses Bioregister aufgenommen, circa 1500 neue Fälle pro Jahr mit einem, wie Sie sehen, kontinuierlichem Anstieg. Und das mediane Alter liegt bei 65 Jahren, also eine durchaus repräsentative Bioregisterstudie. Und in dieser Bioregisterstudie dokumentieren wir nicht nur die klinischen und genetischen Daten der AML-Patienten, sondern wir asservieren auch Knochenmark und Blutproben in unserer Biobank für wissenschaftliche Begleitprojekte. Nun aber zu den aktuellen Therapieoptionen der AML. Und dieses Dia zeigt Ihnen die derzeitigen Standardtherapien für die Erstlinienbehandlung der AML, die im Wesentlichen durch die Zulassung neuer Substanzen geprägt sind. Seit 2017 Zulassung 8 neuer Substanzen durch die FDA, 5 davon auch durch die EMA. Beginnen möchte ich mit Gemtuzumab, Osogamycin, das eine Therapieoption sowohl für die Core-Binding-Factor-AML darstellt, als auch für die CD33-positive FLT3-Wildtyp-Intermediate-Risk-AML. Dann Midostaurin, der neue Standard für die FLT3-mutierte AML. Und wir haben das CPX351, das Vixios, der neue Standard für die AML mit Myelodysplasia-related changes und die therapieassoziierte AML. Und basierend auf den Daten der Quasar-Studie wird die Zulassung von CC486 für die Erhaltungstherapie von Patienten, die älter als 55 Jahre sind, die eine CR oder CAI erreicht haben und nicht für eine allogene Blutstammzelltransplantation in Frage kommen, noch dieses Jahr erwartet. Sehr interessant sicherlich auch die Entwicklungen der Kombinationstherapien mit Venetoclax, insbesondere bei den älteren Patienten, die nicht fit sind für eine intensive Therapie, sowie die Studien zum Einsatz von IDH-Inhibitoren bei der IDH-mutierten AML. Nun beginnen möchte ich mit den Daten zu GO bei der AML, die bereits im Jahr 2012 von der französischen Alpha-Studiengruppe publiziert wurden, Daten aus der 0701-Studie mit insgesamt 271 auswertbaren Patienten. Und in dieser Studie konnte eine signifikante Verbesserung des ereignisfreien Überlebens für Patienten, die im GO-Arm behandelt worden sind, gezeigt werden mit einer Hazard Ratio von 0,66. Und für das Gesamtüberleben war der Unterschied nicht signifikant. Und diese Daten wurden vor kurzem nochmals ausgewertet, validiert mit einem längeren Follow-up. Das Cut-off-Date war 2 Jahre später, 2013 versus 2011 für die initiale Analyse. Und diese Daten haben sich klar bestätigt. Sie sehen hier links wiederum den primären Endpunkt, das ereignisfreie Überleben, signifikant länger für die Patienten im GO-Arm mit einem Median von 17,3 Monaten versus 9,5 Monate im Kontrollarm. Die Hazard Ratio lag in dieser Analyse sogar bei 0,56, also eine 44-prozentige Reduktion des Risikos für Ereignisse im GO-Arm. Die finale Überlebensanalyse hier rechts gezeigt, zeigte zwar numerisch ein längeres oder besseres Gesamtüberleben für die Patienten im GO-Arm, 27,5 Monate versus 21,8 Monate. Dieser Unterschied war jedoch wie schon in der Primäranalyse nicht signifikant. Interessant auch die Daten aus der Subgruppenanalyse. Hier zeigte sich, dass insbesondere Patienten mit einer Favorable oder Intermediate Risk AML nach ELN-Klassifikation, die im GO-Arm behandelt wurden, ein signifikant längeres ereignisfreies Überleben aufwiesen. Und diese Daten konnten letztendlich auch in einer großen Meta-Analyse aus 5 randomisierten Studien bereits bestätigt werden mit insgesamt 3.325 Patienten. Das sind die Daten, die Robert Hills 2014 in Lancet Oncology publiziert hat. Und auch hier zeigt sich, dass insbesondere Patienten mit genetisch günstigem oder Intermediärrisiko signifikant von der GO-Gabe profitieren.
Und das hier ist auch für das Gesamtüberleben gezeigt. Kurz zu den Daten aus unserer eigenen großen Phase 3-Studie mit Chemotherapie und ATRA, randomisiert für die Gabe von Gemtuzumab Ozogamicin bei der MPM1-mutierten AML. Und die Rationale für die Gabe von GO bei diesem AML-Subtyp ist die hohe CD33-Expression dieser MPM1-mutierten AML. Und wir haben knapp 600 Patienten in die Studie eingeschlossen. Und in dieser Studie war das Monitoring minimaler Resterkrankung mittels quantitativer RQ-PCR auf den molekularen Marker MPM1 prospektiv durchgeführt worden zu ganz definierten Zeitpunkten. Hier die wichtigsten Ergebnisse. Die Daten wurden vor kurzem in JCO publiziert. Die Studie hat ihren primären Endpunkt, eine Verbesserung des ereignisfreien Überlebens, nicht erreicht. Grund hierfür war eine erhöhte Rate an Frühtodesfällen im GO-Arm, insbesondere bei älteren Patienten, Patienten, die älter als 70 Jahre alt waren. Und man sieht, dass auch hier die Kurve für den GO-Arm in Rot, diese Kurve überkreuzt den Standardarm nach circa 8 Monaten. Und wenn man sich dann die kumulative Incidence of Relapse anschaut, dann sehen Sie, dass die kumulative Incidence of Relapse signifikant reduziert war oder deutlich niedriger war, signifikant niedriger war als im GO-Arm hier in Rot dargestellt, als die Patienten, die mit dem Standardarm behandelt worden sind. Nun, diesen Therapieeffekt durch GO können wir auch auf molekularer Ebene mittels MPM1-MRD-Monitoring sehr, sehr gut reproduzieren. Ein signifikanter Effekt von GO auf die MPM1-Mutant-Transcript-Levels nach jedem Therapiezyklus für Patienten, die im GO-Arm behandelt worden sind. Das sind hier die grauen Plots. Im Vergleich zum Standardarm hier in Rot dargestellt und nach Abschluss der Therapie hatten signifikant mehr Patienten im GO-Arm eine MRD-Negativität erreicht. Sie sehen hier 56% der Patienten nach Abschluss der Therapie waren MRD-negativ im GO-Arm versus 41% der Patienten im Standardarm. Und diese bessere Leukemia Clearance, die resultierte in einer signifikant niedrigeren Sierrate für die MRD-negativen Patienten. Nun zu den FLT3-Inhibitoren, die sich ja schon seit mehr als 10 Jahren in der klinischen Entwicklung befinden. Und Sie sehen hier diese Kinasebäume, die sehr schön die Selektivität und die molare Potenz dieser Erst- und Zweitgenerations FLT3-Inhibitoren illustrieren. Und die Erstgenerationsinhibitoren wie das Midostaurin und das Sorafenib sind wenig selektiv oder nicht selektiv. Wir wissen, dass sie ein ungünstigeres Sicherheitsprofil haben und als Monotherapie nur zu einer transienten Blastenreduktion führen. Im Gegensatz hierzu die Zweitgenerationsinhibitoren wie Gilteritinib, Grenolanib oder Quizartinib. Diese sind wesentlich selektiver, wesentlich potenter. Das wissen wir mittlerweile aus den Phase 1, 2 und auch aus den Phase 3 Studien. Und die Daten aus der großen multizentrischen Ratify-Studie mit Midostaurin in Kombination mit intensiver Chemotherapie an mehr als 700 FLT3-mutierten Patienten haben zur Zulassung von Midostaurin in dieser Indikation geführt, das Ganze im Jahr 2017. Und ich möchte Ihnen mit den nächsten Dias einige der wichtigsten Ergebnisse aus der Ratify-Studie zeigen. Der primäre Endpunkt in der Studie war das Gesamtüberleben. Und wie Sie hier an diesem Kaplan-Meier-Plot sehen können, hat die Studie ihren primären Endpunkt erreicht mit einer signifikanten Verbesserung des Gesamtüberlebens für die Patienten im Midostaurin-Arm, hier in blau dargestellt. Das mediane Gesamtüberleben 74,7 Monate für diese Patienten versus 25,6 Monate im Placebo-Arm. Die Hazard-Ratio lag bei 0,78.
Nun, weitere interessante Daten aus der Studie zeige ich Ihnen hier mit diesem Dia. Eine interessante Beobachtung war auch, dass Midostaurin einen konsistenten Effekt auf das Gesamtüberleben aufwies und das unabhängig vom Mutationstyp. Das heißt, alle Mutationstypen FLT3-ITD mit einer hohen Mutant-to-Wild-Type-Ratio, mit einer niedrigen Mutant-to-Wild-Type-Ratio und mit einer Tyrosinkinase-Domäne-Mutation, mit einer Punktmutation, haben von der Midostaurin-Gabe profitiert. Und hier die Daten aus einer explorativen Analyse, das Gesamtüberleben von Patienten, die in erster kompletter Remission allogen Blutstammzell transplantiert wurden. Und man sieht, dass auch diese Patienten von der Midostaurin-Gabe zu profitieren scheinen, trotz der Tatsache, dass diese Patienten in der Regel nur 2 Zyklen Midostaurin erhalten haben. Und eine Hypothese ist, dass diese Patienten möglicherweise mit weniger Restleukämie in die allogene Blutstammzelltransplantation gegangen sind. Und wir validieren diese Hypothese aktuell an seriellen Proben von diesen Patienten mittels NGS-basierter minimaler Resterkrankungsbestimmung. Und hier noch weitere interessante Daten aus der RETIFY-Studie. Das Gesamtüberleben von Patienten mit einer ITD-Mutation, kategorisiert nach den 3 ELN-Risikogruppen, Favorable, Intermediate und Adverse, und nach dem Therapiearm. Und auch hier sieht man einen konsistenten Effekt von Midostaurin, hier die rote Kurve, auf das Gesamtüberleben für alle 3 ELN-Risikogruppen. Und das hat sich auch in der multivariaten Analyse, war die Gabe von Midostaurin die einzig konsistente, signifikante Variable in allen 3 Risikogruppen. Und besonders eindrucksvoll finde ich die Daten für die Favorable Risk Group mit einem Gesamtüberleben, einem Plateau hier von fast 80%. Nun, mit den nächsten Dias möchte ich Ihnen gerne Daten aus unserer Interimsanalyse der AMLSG-1610-Studie zeigen. Sie sehen hier das Studiendesign dieser einarmigen Phase-2-Studie. Eingeschlossen wurden Patienten im Alter zwischen 18 und 70 Jahren. Sie sehen, das Lebensalter war höher als in der RETIFY-Studie mit 60 Jahren. Und wir haben in diese Studie nur Patienten mit einer FLT3-ITD-Mutation eingeschlossen. Insgesamt 440 Patienten. Nun, in dieser Studie haben wir das Konzept einer FLT3-Inhibition in Kombination mit einer frühen allogenen Blutstammzelltransplantation verfolgt. Das Ganze gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie mit Midostaurin. Alle Patienten erhielten Midostaurin in Kombination mit 1 oder 2 Zyklen Induktionstherapie, optional 1 Zyklus Konsolidierungstherapie, gefolgt von der allogenen Blutstammzelltransplantation, wenn ein HLA-identer Spender verfügbar war, und dann eben die einjährige Erhaltungstherapie. Und im Vergleich zur RETIFY-Studie erlaubt uns diese Studie, auch Daten zur Midostaurin-Behandlung älterer Patienten zu generieren, sowie Daten zu Midostaurin nach allogener Blutstammzelltransplantation. Nun hier die Daten aus der Interimsanalyse, die im Jahr 2019 publiziert werden konnten. Sie sehen links das ereignisfreie Überleben, rechts das Gesamtüberleben und das Ganze in Abhängigkeit des Alters der Patienten. Patienten 18 bis 60 Jahre in der schwarzen Kurve, Patienten 61 bis 70 Jahre mit der roten Kurve dargestellt. Und dieses Dia zeigt eigentlich 2 wichtige Ergebnisse. Zum einen die Überlebensdaten für die jüngeren Patienten, die sind nahezu identisch mit den Daten der RETIFY-Studie, das 2 Jahre ereignisfreie Überleben 39,3% und das 2 Jahres Gesamtüberleben 53%. Was allerdings überraschend und sehr ermutigend war, als wir die Analysen gemacht haben, das sind die Daten für die älteren Patienten. Und Sie sehen das Event-Free Survival dieser älteren Patienten, 61 bis 70 Jahre, ist nahezu identisch mit dem der jüngeren Patienten. Und wenn man sich dann das 2-Jahres-Überleben, das Gesamtüberleben anschaut, dann liegt dieses bei 45,6%. Und das sind sicherlich Überlebensraten, die wir für diese Patienten bislang nicht gesehen haben. Also durchaus
ermutigende Daten für die älteren FLT3-mutierten AML-Patienten. Nun, wie sehen die Daten in der First-Line-Therapie für die Zweitgenerations-FLT3-Inhibitoren aus? Und hier möchte ich Ihnen kurz die finalen Daten aus der Phase-1-Studie zur Kombination von Gilteritinib mit intensiver Induktions- und Konsolidierungstherapie zeigen, die von Keith Bratz auf dem letzten ASH-Meeting vorgestellt wurden. Insgesamt 79 Patienten, die in diese Phase-1-Studie eingeschlossen worden sind, das mediane Alter 59 Jahre, also wesentlich höher als in der Retify-Studie. Das mediane Alter in der Retify-Studie waren 48 Jahre und die FLT3-Mutationsrate lag in dieser Studie bei 56%. In die Studie konnten alle Patienten mit neu diagnostizierter AML aufgenommen werden. Die maximal tolerierte Dosis von Gilteritinib waren 120 Milligramm pro Tag. Das sind Daten, die wir auch aus der Chrysalis-Studie kennen. Und von diesen 79 Patienten haben 24 Patienten eine On-Study-allogene Blutstammzelltransplantation erhalten. Und dieses DIA zeigt das Outcome von 38 FLT3-mutierten Patienten. Sie sehen hier die Composite CR Rate, 81,6%. Und das Zwei-Jahres-Überleben lag bei dieser Auswertung bei ca. 75%. Und auch erstaunlich die 30- und 60-Tages-Mortalität, die in dieser Studie bei Null lag. Das sind sicherlich sehr interessante Daten für diese Patientengruppe, wobei man natürlich immer sehr vorsichtig sein muss in der Interpretation von Ergebnissen aus einarmigen Phase 1-2 Studien mit doch kleinen Fallzahlen. Nun, diese ersten Ergebnisse aus dieser Studie waren aber auch Basis für unsere laufende AMLSG 2818 Studie, die randomisiert Midostaurin und Gilteritinib vergleicht, also eine nicht-selektive versus hochselektive FLT3-Inhibition, ein Head-to-Head-Vergleich. Und diese Studie führen wir als Joint Venture mit der Hovon-Studiengruppe durch, unter Beteiligung von weiteren Studiengruppen aus Europa und Australien. Und die Studie ist seit Ende 2019 aktiv. In dieser Studie gibt es keine obere Altersgrenze. Eingeschlossen werden können alle Patienten, die fit für eine intensive Chemotherapie sind. Und Sie sehen eine recht stattliche Rekrutierungszahl, die wir anstreben, 768 Patienten. Nun, eine weitere Substanz, die sich in der Erstlinientherapie der AML etabliert hat, ist CPX351, das Vixius. Eine neue Formulierung von zwei alten Substanzen, eine liposomale Formulierung von Cytarabin und Daunorubicin in einem molaren Verhältnis von 5:1. Das CPX351 hat eine sehr lange Halbwertszeit. Für Cytarabin liegt diese bei 31 Stunden im Vergleich zu 3 Stunden zum konventionellen Cytarabin. Und interessant auch Daten aus einem Mausmodell, wo sich gezeigt hat, dass diese Substanz selektiv durch Leukämiezellen aufgenommen wird im Vergleich zu normalen Knochenmarkzellen. Hier die Daten, die zur Zulassung der Substanz für die Therapie der AML mit Myelodysplasia-Related Changes und der therapieassoziierten AML durch die FDA und durch die EMA geführt haben. Patienten im Alter zwischen 60 und 75 Jahren wurden randomisiert für die Gabe von CPX351 versus 3+7 in der Induktion und dann auch in den folgenden Konsolidierungszyklen. Und Sie sehen hier rechts die CPX351-Therapie resultierte in einer signifikanten Verbesserung des Gesamtüberlebens, das mediane Gesamtüberleben 9,56 Monate im CPX-Arm versus 5,95 Monate im Standardarm, ein hochsignifikanter Unterschied. Und wenn man sich die Ansprechraten anschaut, so waren auch die Ansprechraten CR und CRI im CPX-Arm signifikant höher im Vergleich zu 7+3. Und das hat letztendlich darin resultiert, dass
mehr Patienten allogen Blutstammzelltransplantiert werden konnten. In diesem Kontext die Daten aus der Landmark-Analyse zum Zeitpunkt der allogenen Blutstammzelltransplantation. Und auch hier sehen Sie Patienten, die mit CPX351 behandelt worden waren, hatten ein signifikant besseres Gesamtüberleben im Vergleich zu Patienten, die eine 3+7-Therapie erhalten hatten. Sie sehen, dass das Gesamtüberleben zum Zeitpunkt dieser Auswertung für die Patienten im CPX-Arm noch nicht, das mediane Gesamtüberleben noch nicht erreicht war, versus 10,25 Monate im 7+3-Arm. Und die Gründe für dieses bessere Gesamtüberleben, die bleiben wahrscheinlich noch spekulativ. Ein Grund könnte sein, dass Patienten im CPX351-Arm weniger Restleukämie aufwiesen zum Zeitpunkt der Transplantation oder aber, dass diese Patienten einfach fitter waren. CPX hat ein besseres nicht-hämatologisches Toxizitätsprofil mit weniger gastrointestinaler und weniger kardialer Toxizität. Nun, auf dem letzten ASH-Meeting wurde das 5-Jahres-Update dieser Studie gezeigt. Das mediane Follow-up lag bei 60,5 Monaten und Sie sehen hier an dieser Überlebenskurve, dass die Daten nahezu unverändert sind mit einem signifikanten Überlebensvorteil für Patienten im CPX-Arm. Die Rate für das Gesamtüberleben lag nach 3 Jahren bei 21% für den CPX-Arm versus 9% für den 7+3-Arm und nach 5 Jahren 18% versus 8%. Und hier das 5-Jahres-Update der Landmark-Analyse für die allogen transplantierten Patienten. Auch hier sehr stabile, nahezu unveränderte Daten. Das Gesamtüberleben der Patienten im CPX351-Arm nach 3 und 5 Jahren größer 50%. Und wie ich bereits erwähnt hatte, das mediane Überleben dieser Patienten war nicht erreicht versus 10,25 Monate im 3+7-Arm. Nun, auch wir haben das CPX351 in unser Studienportfolio aufgenommen. Sie sehen hier das Design unserer laufenden AMLSG3018-Studie, eine Randomisierung zwischen konventioneller Chemotherapie und CPX351-basierter Induktions- und Konsolidierungstherapie. Und eingeschlossen werden in diese Studie Intermediär 1 und Hochrisiko-AMLs gemäß den aktuellen ELN-Kriterien. Und wir erwarten, dass die Mehrheit der Patienten in dieser Studie mit großer Wahrscheinlichkeit eine Hochrisiko-AML haben und somit auch in dieser Studie ein großer Anteil der Patienten allogen Blutstammzell transplantiert wird. Aktuell sind in der Studie über 90 Patienten eingeschlossen. Nun kurz zu den Daten aus der Quasar-Studie mit CC486, einem oralen Azacitidin, einer alten Form des Azacitidins, das sich jedoch im pharmakologischen Profil vom injizierbaren Azacitidin ganz klar unterscheidet. Und Hintergrund der Quasar-Studie war, dass die orale Gabe von CC486 eine verlängerte Wirkstoffexposition aufweist und somit eine verlängerte Behandlung mit dieser Substanz, mit dieser oralen Substanz, als effektive Erhaltungstherapie für AML-Patienten, die eine Remission erreicht haben, eingesetzt werden kann. Sie alle kennen die Ergebnisse der Quasar-Studie, die zur Zulassung durch die FDA geführt hat. Die Daten zur Erhaltungstherapie wurden kürzlich im New England Journal of Medicine publiziert. Und CC486 führte zu einer signifikanten Verlängerung des medianen Überlebens 14,8 Monate auf 24,7 Monate, eine Differenz von fast 10 Monaten. Was man aber auch sieht, ist, dass der Verlauf der Überlebenskurven, dass diese Kurven nach circa 3 bis 4 Jahren konvergieren. Nun, beim letzten ASH-Meeting wurden die MRD-Daten aus der Studie vorgestellt von Gail Roberts. Das MRD-Monitoring erfolgte zentral mittels Durchflusszytometrie unter Verwendung eines sehr großen Antikörperpanels und durchgeführt wurden die MRD-Analysen zum Zeitpunkt Screening und dann alle 3 Monate während der Erhaltungstherapie.
Dieses Dia zeigt Ihnen das Überleben gemäß dem Baseline-MRD-Status und dem Behandlungsarm. Und im Wesentlichen gibt es zwei wichtige Botschaften aus dieser Analyse. Zum einen bestätigen die Daten, dass MRD-Positivität prognostisch relevant ist. Sie sehen, die medianen Überlebenszeiten der MRD-positiven Patienten sind in beiden Behandlungsarmen signifikant kürzer, 14,6 Monate versus 30,1 Monate für die Patienten, die das orale Azacitidin erhalten haben und 10,4 Monate versus 24,3 Monate für die Patienten im Placeboarm. Zum anderen zeigen die Daten, dass das CC486 sowohl bei den MRD-negativen als auch bei den MRD-positiven Patienten die Überlebenszeit verlängert, wobei der Effekt bei den MRD-positiven Patienten etwas stärker zu sein scheint. Aber wie bereits erwähnt, konvergieren die Überlebenskurven nach 3 bis 4 Jahren, was nahelegt, dass die Rezidive durch die Gabe von CC486 verzögert auftreten, die Heilungsrate jedoch nicht beeinflusst wird. Und wie ich bereits vorhin erwähnt habe, die Zulassung der Substanz durch die EMA wird noch in diesem Jahr erwartet. Nun, wie sehen die aktuellen Entwicklungen zu den IDH-Inhibitoren aus? Hier gibt es ein großes Entwicklungsprogramm in ganz unterschiedlichen Indikationen und Sie kennen sicherlich die IDENTIFY-Studie mit Enasidenib in der rezidivierten, refraktären Situation. Und es gab vor kurzem eine Pressemitteilung, dass die Studie ihren primären Endpunkt nicht erreicht hat, das Gesamtüberleben, sodass Enasidenib in dieser Indikation nicht in Europa zugelassen wird. Das Gleiche trifft für das Ivosidenib zu. Ich möchte im Folgenden nur auf die First-Line-Therapien in Kombination mit intensiver Chemotherapie eingehen. Dieses Dia zeigt Ihnen die Ergebnisse aus der 001-Studie, in der beide IDH-Inhibitoren mit intensiver Chemotherapie bei Patienten mit IDH1 oder IDH2-Mutationen kombiniert wurden. Und diese Daten hat Eden Stein bereits auf dem ASH-Meeting 2018 gezeigt. 60 Patienten, die mit Ivosidenib behandelt wurden, 93 Patienten mit Enasidenib. Sie sehen das mediane Alter recht hoch in beiden Gruppen, 62 und 63 Jahre. Und man muss dazu sagen, in diesen Studien gab es eine Selektion für High-Risk-Patienten mit einem hohen Anteil an sekundären AMLs und Patienten mit ungünstiger Zytogenetik. Und dennoch sind die Ergebnisse ermutigend mit einer Ansprechrate von ca. 80% für Ivosidenib und für 72% für Enasidenib und eine Jahresüberlebenswahrscheinlichkeit von 79% für die Ivosidenib behandelten Patienten und 75% für die Enasidenib behandelten Patienten. Und diese Daten wurden vor kurzem in Blatt zur Publikation angenommen, wo diese Kurve auch abgebildet war, die Überlebensdaten aus dieser Publikation unverändert, eine Jahresüberlebenswahrscheinlichkeit von knapp 80% für beide IDH-Inhibitoren, Ivosidenib in blau, Enasidenib in rot. Man muss aber dazu sagen, das mediane Follow-up in dieser Studie ist nach wie vor sehr kurz, nur 9,3 Monate. Basierend auf diesen Daten haben wir vor kurzem eine Phase-3-Studie mit beiden IDH-Inhibitoren in Kombination mit intensiver Chemotherapie initiiert. Das ist die 2918-Studie, wiederum ein Joint Venture mit der Horan-Studiengruppe, intensive Chemotherapie plus IDH-Inhibitor versus Placebo für die AML mit IDH1 oder IDH2-Mutation, gefolgt von einer zweijährigen Erhaltungstherapie. Auch hier wiederum keine Altersrestriktion, was den Einschluss der Patienten anbelangt. Alle Patienten, die fit sind für intensive Behandlung. Und auch hier haben wir eine relativ große Patientenzahl für die Studie geplant, über 700 Patienten, die hier eingeschlossen werden sollen. Zum Schluss noch kurz einige Daten zu Venetoclax aufgrund der sehr, sehr guten Ergebnisse aus den Kombinationsstudien bei den älteren
unfitten Patienten besteht jetzt natürlich auch großes Interesse, Venetoclax auch mit intensiver Chemotherapie zu kombinieren. Ich möchte Ihnen nur die Daten zur Kombination mit Flak-Ida vorstellen, eine Studie, die derzeit am MD Anderson Cancer Center durchgeführt wird und die ebenfalls auf dem letzten ASH-Meeting gezeigt wurde. Nun, die Studie startete mit einem Phase 1b-Teil bei der rezidivierten refraktären AML und sowohl die Dosis vom Cytarabin als auch Venetoclax musste reduziert werden, da 5 der ersten 6 Patienten eine schwere Sepsis entwickelten. Venetoclax 400 Milligramm wurde dann von 21 Tagen auf 14 Tage reduziert. Und die Abbildung rechts hier zeigt das Schedule für den Phase 2-Teil der Studie. Für die Induktionstherapie wird Venetoclax in einer Dosis von 400 Milligramm über 14 Tage appliziert, in der Konsolidierung dann nur noch über 7 Tage. Ich möchte hier nur auf die 29 Patienten mit neu diagnostizierter AML eingehen. Medianes Alter recht jung, 45 Jahre. 12 der 29 Patienten hatten eine sekundäre oder therapieassoziierte AML und immerhin 38% dieser Patienten ein ungünstiges Risikoprofil nach ELN. Ein wichtiger Aspekt, wie sehen die Daten zur hämatologischen Regeneration aus? Die Count Recovery, hier definiert über mehr als 500 Neutrophile und mehr als 50.000 Thrombozyten. Sie sehen, im ersten Zyklus betrug die mediane Zeit 31 Tage, im zweiten Zyklus dann aber schon 46 Tage, wobei man sicherlich berücksichtigen muss, dass Flak-Ida, vor allem 2 Zyklen Flak-Ida, wesentlich myelosuppressiver sind als das klassische 3+7-Schema. Dennoch, die Ansprechraten sind eindrucksvoll. Die Overall Response Rate sehen Sie hier, definiert über CR, CRH, CRI und 2 Fälle mit MLFS, 97%. Und ebenso eindrucksvoll, 96% der Patienten wurden mittels Flow Cytometry MRD negativ. Das mediane Follow-up mit 12 Monaten noch recht kurz, dennoch eindrucksvolle Überlebensdaten bei den neu diagnostizierten Patienten hier in der grünen Kurve gezeigt, mit einem 12 Monate ereignisfreien Überleben von ca. 85% und einem Gesamtüberleben von 94%. Nun, die Ergebnisse aus dieser Studie waren auch sehr informativ für unsere Studie, die wir jetzt zusammen mit der Hovon und der Firma AbbVie durchführen werden. Wiederum eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie bei Patienten mit neu diagnostizierter AML. Und wir verwenden das gleiche Venetoclax-Schedule, 400 Milligramm über 14 Tage im ersten Zyklus, ab dem zweiten Zyklus dann 400 Milligramm über 7 Tage. Und die Studie wird voraussichtlich und hoffentlich noch im ersten Quartal diesen Jahres starten. Nun, Sie sehen, das Portfolio für die Erstlinientherapie bei der AML hat sich in den letzten Jahren erheblich erweitert. Es gibt eine Reihe weiterer sehr interessanter Substanzen, die sich derzeit noch in der klinischen Entwicklung befinden. Und im Rahmen unserer AMLSG-Studien versuchen wir, diese Entwicklungen möglichst früh zu adressieren, mit dem Ziel, die Therapie der AML weiter zu optimieren, zu individualisieren. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Rankweil als AMLSG-Zentrum zukünftig an einem Teil dieser Studienkonzepte teilhaben wird. Ich bin mit meinem Vortrag am Ende, möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich natürlich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Döhner, für die umfassende und tolle Zusammenfassung der Möglichkeiten der intensiven Therapie für AML-Patienten. Ich sehe immer, die AMLSG-Studienprotokolle für junge, fitte Patienten hat immer 2 Induktionszyklen. Wenn wir jetzt sozusagen die jetzt gerade neu abgedateten
AML-Leitlinien der Oncopedia durchschauen, dann sehen wir, es ist eigentlich immer nur eine Induktion gefordert, gefolgt von 3 oder 4 Konsolidierungen. Wie sehen Sie die Rationale der zweiten Induktion? Also ich weiß nicht, ob ich mit den Dias nochmal zurück kann, aber wenn man die Studien, wenn man das Studiendesign jetzt der neuen laufenden Studien anschaut, dann haben wir den ersten Induktionszyklus in der Tat ganz klassisch mit dem 3+7 Schema, ich versuche es gerade mal zu finden, aufgeführt. Und dann sieht man aber, dass wir ähnlich wie das jetzt auch, wie Sie sagen, wie das in den Leitlinien gemacht wird, wie das auch die Amerikaner machen, dass wir den zweiten Induktionszyklus zwar als Induktion bezeichnen, aber dass das im Prinzip schon ein IDEC ist, also ein Intermediate Dose ARAC mit Daunorubicin, eigentlich nicht mehr dem klassischen 3+7 Schema entspricht und eigentlich im, ja, als zweiter Zyklus bezeichnet werden kann. Also es ist keine klassische Doppelinduktion mehr, da sind wir auch abgerückt von, sondern wir machen einen klassischen Induktionszyklus, gefolgt dann von einem zweiten Zyklus, der in der Regel dann auch sich in die Konsolidierung mit 3 Zyklen fortsetzt. Also es sind in den meisten Studienprotokollen insgesamt 5 Zyklen und die klassische Doppelinduktion haben auch wir ein Stück weit verlassen. Okay. Ja, wir freuen uns, dass in Kürze die AMLSG 3018 bei uns aufgehen wird. Welche Patienten sehen Sie hier klassisch, die Sie hier einbringen würden? FLT3-Patienten sind natürlich ausgenommen, aber welchen Patienten würden Sie in diese Studie jetzt einbringen? Im Prinzip sind es in der Tat wirklich die ELN-Intermediärrisikopatienten und die Hochrisikopatienten, das sind im Prinzip die Patienten, die zytogenetische Veränderungen haben, die zum Teil einen komplexen Karyotyp haben. Es sind aber auch die Patienten, die diese ELN-Risikoveränderungen haben, wie das ASXL1 oder das TP53. Letztendlich alles, was nicht FLT3 mutiert ist und in die Favorable-Gruppe fällt. Das sind die Patienten, die hier für diese Studie qualifizieren. Und das sind, wie ich es gesagt habe, das sind schon zum Großteil wirklich Hochrisikopatienten, weil die anderen werden natürlich durch die anderen Studien und ihre Marker zum Teil abgegriffen. Ja, das Problem ist, dass wir natürlich die Mutationsanalysen P53 viel, viel später kriegen, nicht? Das heißt, wir müssen richtig nach diesen 48, 72 Stunden anhand Ihres Schnellanalyseverfahrens die Entscheidung treffen. Richtig, wobei das häufig dadurch gelöst wird oder sich dadurch zeigt, dass diese Patienten eben keine anderen molekularen Marker haben, also MPM1-Wildtyp sind oder FLT3-Wildtyp sind. Und das sind dann die Patienten, die in diese Studie qualifizieren und die dann auch zum gewissen Anteil TP53 oder ASXL1 mutiert sind, aber die dazu kommt, dass MPM1 und FLT3 und diese 3 ELN-Hochrisikomarker so gut wie nie nebeneinander auftreten. Also das schließt sich so ein bisschen aus. Und wenn Sie einen Patienten haben, der keinen molekularen, klassischen molekularen Marker hat, MPM1 oder FLT3 oder CPB-Alpha, dann können Sie relativ sicher sein, der ist in dem Studienkonzept richtig aufgehoben und ist kein Screening-Failer. Der einzige Knackpunkt ist die CPB-Alpha-biallelische Mutation. Aber auch da haben wir versucht, den Algorithmus im Labor so umzustellen, dass Sie die Infos sehr schnell bekommen, dass wir keine Favorable-Patienten in diese Studie einschließen. Ja, schön. Die Quasar-Studie hat gezeigt, den Stellenwert des oralen Vidasas. Jetzt, das ist nicht verfügbar. Würden Sie Patienten jetzt bis zur Zulassung das herkömmliche Vidasa geben und sie dann umstellen? Oder finden Sie, dass das herkömmliche subkutane Vidasa keinen Stellenwert hat? Gut, ich glaube, dazu fehlen uns, glaube ich, wirklich die Daten und das pharmakologische Profil dieser beiden Substanzen ist schon deutlich unterschiedlich. Und das ist eben für diese orale Substanz in der Tat diese lange Verfügbarkeit, diese lange Bioverfügbarkeit, die sie mit dem injizierbaren Azacitidin nicht haben. Die Daten haben wir, glaube ich, nicht zum injizierbaren Azacitidin als Erhaltungstherapie. Und von daher, wir machen es hier nicht. Wir geben kein
Azacitidin in der Erhaltungstherapie. Und man muss, glaube ich, auch schauen, wenn die Substanz zugelassen wird, wie sich das durchsetzt für diese Patienten. Die Verträglichkeit ist durchaus, sage ich jetzt mal, nicht ganz komplikationslos. Die Patienten haben durchaus gastrointestinale Nebenwirkungen. Man muss das gut handeln. Und von daher bin ich jetzt nicht ganz so euphorisch wie vielleicht manche andere, die Ergebnisse der Quasar-Studie gesehen haben. Aber wir würden es bis zur Zulassung nicht in einer anderen Form geben. Ja, ich sehe gerade, es gibt Fragen im Chat. Eine Frage bezieht sich auf Covid und AML. Wer soll und wann geimpft werden? Also Patienten transplantiert, Patienten unter Therapie. Wie sehen Sie das? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die ich, muss ich ganz ehrlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten kann oder nicht mit einer guten Antwort Ihnen helfen kann, weil zumindest wir haben relativ wenige Fälle, Gott sei Dank wenige Fälle mit AML und Covid. Wir haben bislang, ich habe bislang auch keine Daten gesehen, die das in irgendeiner Form systematisch untersucht haben. Impfung ja, nein. Die Impfsubstanz ist vor kurzem erst verfügbar geworden. Und ich glaube, da schwimmen wir alle ein Stück weit. Wir orientieren uns momentan, was die Impfempfehlungen anbelangt, so ein bisschen an den klassischen Impfkonzepten, die wir unseren Patienten nach allogener Transplantation geben, auch unseren Patienten, die immunsupprimierte Therapie haben. Aber ich glaube, wir alle können das Risiko einer solchen einer Impfung und einer Immunantwort nicht ganz klar abschätzen oder einschätzen. Also wir machen es momentan in der Tat so, wie wir auch die Grippeschutzimpfung unseren Patienten empfehlen und sind bei den Transplantierten sicherlich ein Stück weit zurückhaltender. Ich weiß nicht, wie Sie es handhaben. Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt mit Impfempfehlung bei immunsupprimierten Patienten oder die eben intensiv behandelt worden sind? Wir haben jetzt begonnen, die ersten 100 onkologischen Patienten zu impfen. Das sind also sowohl Patienten mit soliden Tumoren als auch hämatologischen Erkrankungen quer durch. Und wir sind da jetzt dabei, die Verträglichkeitsdaten zu erheben und eventuell auch Ansprechdaten. Aber das ist alles präliminär. Ja, die Verträglichkeit ist das Einzige, was man bis jetzt sagen kann, die ist recht gut. Also die ist vergleichbar mit der Normalbevölkerung. Ja, also ich kenne es jetzt bei den wirklich intensiv behandelten Patienten, habe ich, wie gesagt, weniger Informationen als bei den chronisch-hämatologischen Erkrankungen, wo ich auch wesentlich weniger Bauchschmerzen hätte, muss ich sagen, myeloproliferative Neoplasien oder auch niedrigmaligne Lymphome, follikuläres Lymphom, auch selbst nach Patienten, die mit Rituximab behandelt wurden. Also da haben wir auch schon einige Patienten gesehen, die entweder Covid gut überstanden haben oder eben auch die Impfung. Aber mit den mit AML-Therapien, insbesondere Transplantation, muss ich sagen, das ist was wir, glaube ich, noch nicht wirklich gut wissen. Ja. Es gibt eine weitere Frage im Chat. Studien über MRD-getriggerte Therapie, Eskalation, Deeskalation, Maintenance. Ich glaube, die Frage ist, ziehen wir eine Konsequenz aus der MRD-Diagnostik oder ist das einfach für uns hilfreich in der Interpretation und in der Risikoabschätzung? Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass wir zumindest für NPM1 sehr, sehr solide und valide Daten haben, dass wir aufgrund der MRD-Kinetik durchaus therapeutische Konsequenzen ziehen können. Also da gibt es jetzt mittlerweile eine ganze Reihe von großen Studien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten geprüft haben, was bedeutet eine Konversion von negativ zu positiv, was bedeutet ein Logstufenanstieg, der Transkriptlevel. Und das, glaube ich, ist für NPM1 sehr, sehr gut gezeigt, wenn Sie da ein klares molekulares Rezidiv haben oder den Verdacht auf ein molekulares Rezidiv und sich das bestätigt innerhalb eines kurzen Zeitfensters von 3 bis 4 Wochen, dann kann man daraus therapeutisch eine Konsequenz ziehen. Wir machen das auch. Wir besprechen unsere Patienten, wenn wir die im AML-Board besprechen und die MRD
Befunde letztendlich hinzuziehen, dann ziehen wir daraus auch gerade bei den NPM1-mutierten Patienten eine klare Konsequenz und haben häufig ein bisschen Zeit gewonnen, bis das morphologische Rezidiv, und das kommt eigentlich immer, bis das kommt. Und ich glaube, für die Core-Binding-Factor-Leukämien trifft es genauso zu, für die Translokation 821 und die Inversion 16. Ich denke, bei den anderen Markern, insbesondere ist es jetzt ein richtiger Hype, NGS-basiert MRD-Analysen zu machen. Ich glaube, da ist es noch nicht so klar gezeigt, was passiert, wenn ein Marker verschwindet, ein anderer taucht neu auf. Wie gehen wir damit um? Da wäre ich noch sehr zurückhaltend, aber ich glaube, mit MPM1 und den Core-Binding-Factor-Leukämien, das können wir, das ist, und die APL natürlich, das sind ganz, ganz valide Daten. Ja. In diesem Zusammenhang herzlichen Dank für die MRD-Diagnostik, die Sie uns immer zukommen lassen. Da hätte ich eine spezielle Frage. Eine Patientin von uns hat eine Persistenz von 500 Induktion, Konsolidierungen und bleibt in diesem Bereich. Natürlich mit den anderen entsprechenden Diagnostika nicht zu diagnostizieren, aber 500 bedeutet eine Persistenz. Und bei einer älteren Patientin, die nicht transplantabel ist, würden Sie eine Konsequenz daraus ziehen nach 3 Zyklen Konsolidierung? Am Ende also wir der haben Therapie? Ja, die Patientin hat eine MPM1-Mutation, vermute ich. Ja, genau. Und wir haben für das MPM1, haben wir ja einen Cut-Off definiert, was Persistenz bedeutet und was nicht bedeutet. Also da würde sie deutlich drüber liegen. Der Cut-Off liegt bei 200. Wobei... das sind natürlich arbiträre Cut-Offs, wo der individuelle Patient nicht immer abgebildet ist. Und man muss ganz klar sagen, wir sehen auch durchaus Patienten, die einen verzögerten Abfall haben in ihren Transkriptleveln, wo es einfach länger dauert, auch nach Abschluss der Therapie. Das muss man berücksichtigen. Man sollte auf jeden Fall das Monitoring fortsetzen. Und sobald sich die Kinetik verändert, haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit noch, bevor ein morphologisches Rezidiv auftritt, eine Möglichkeit zu intervenieren. Ich glaube, wenn sie jetzt stabil ist mit ihrem MRD-Verlauf, mit 500 und keinen wesentlichen Anstieg oder Abfall hat, einfach persistiert, dann glaube ich, kann man das relativ engmaschig monitoren, auch aus dem Blut. Also man muss nicht immer ins Knochenmark, sondern da korrelieren die Werte eigentlich sehr, sehr gut. Und in dem Moment, wo Sie eine Veränderung in der Kinetik sehen, dann würde ich reagieren. Aber manche brauchen ein bisschen länger. Und die Patientin ist ganz durch mit der Therapie. Ja, sie hat jetzt gerade den letzten Zyklus. Und oh, das ja. Heißt, es fehlt noch eine MRD. Und sie schaut aber bei den letzten Konsolidierungen jeweils bei 500 gewesen. Ja, aber da wäre ich gar nicht so pessimistisch. Da wäre ich durchaus optimistisch. Also wir sehen da ganz häufig, dass das einfach bei manchen Patienten ein bisschen länger dauert. Und was man auch nochmal mit in Betracht ziehen kann, das ist die Logstufenreduktion im Vergleich zur Diagnose. Und wenn Sie da sehen, ups, sie war richtig hoch bei Diagnose und ist aber nach dem zweiten Zyklus oder nach der ersten Konsolidierung schon um 2 Logstufen runter, dann ist auch das prognostisch günstig. Und wie gesagt, da wäre ich eher optimistisch. Sie hat noch einen Konsolidierungszyklus und das sehen wir gar nicht so selten, dass die noch nicht negativ sind. Das ist eine hochsensitive Methode. Die hat eine Sensitivität von 10 hoch minus 6 und da weisen sie halt häufig noch Kopien nach. Ja. Ja. Wir machen einmal pro Monat peripheres Blut und alle 3 Monate Knochenmark. Perfekt, ja. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Keine Fragen mehr. Okay. Dann darf ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für den schönen Vortrag, für die tolle Diskussion und darf unseren 30 Teilnehmern ebenfalls danken, dass sie unserer Diskussion und dem Vortrag beigewohnt haben. Ich darf schließen und mich auch bei den Sponsoren bedanken, bei der Firma Pfizer und Novartis. Somit allen herzlichen Dank und einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Ja, herzlichen Dank und einen schönen Abend an alle. Tschüss. Danke, Wiedersehen.